Ich finde es nicht so gut, weil man den Frankfurter Flughafen unter dem Namen Frankfurter Flughafen kennt und Helmut Kohl damit meines Erachtens nichts zu tun hat. Die haben da alle einen Namen, oder? Das reicht doch. Wir hatten den Namen geändert, man hat aus Chemnitz Karl-Marx-Stadt gemacht und so weiter fort. Das ist doch alles Tünnef. Ich bin darüber sehr erstaunt, denn mir ist nicht bekannt, dass Helmut Kohl den Flughafen hier entscheidend beeinflusst hat. Ich denke, dass es Lokalpolitiker oder lokale Politiker aus Hessen gibt, die dort mehr gemacht haben. Deshalb verstehe ich den Vorschlag nicht so ganz. Ja, da der Herr Kohl jetzt nicht so ganz viel in der Region ja gemacht hat und wir jetzt nicht so viele Infos behandelt, der Tod ist ja jetzt nicht so lange her, denke ich, dass es einfach zu viel Geld kostet. Ja, das jetzt so ad hoc umzubenennen, da sollte man sich schon ein bisschen Zeit lassen, bis es ein bisschen ja, Zeit vergangen ist. Also meine erste Frage, die da irgendwie aufkommt, wäre, was hat eigentlich der Altkanzler Helmut Kohl so mit Hessen zu tun? War ja eigentlich eher Rheinland-Pfalz, also Ludwigshafen. Also ich kann das schon verstehen, dass man ihm vielleicht ehren will, mit irgendein Gebäude nach ihm zu nennen oder Straßenzug oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass sich das hier in der Region mit dem Frankfurter Flughafen nicht unbedingt durchsetzen würde.